Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Marco Kolditz von Mehr der Ideen und in diesem Video geht es um die Lüfter des MDI PCs 2015, das heißt meines künftigen Arbeitsrechners, der besonders leise arbeiten soll. Das heißt, ich verbaue natürlich eine Wasserkühlung, aber auch eine Wasserkühlung braucht Lüfter auf den Radiatoren und da habe ich mir ganz viele Lüfter angeschaut im Internet und verglichen und bin dann eigentlich über Zufall über diese Lüfter hier gestolpert und zwar den Black Noise Noise Blocker E-Loop Lüftern und diese haben eine Besonderheit. Natürlich sehen sie optisch schon mal unglaublich geil aus, denn mein Rechner ist in schwarz-weiß gehalten und diese natürlich auch entsprechend hier mit weißen Rotoren und weißem Rahmen, schwarzem Rahmen versehen, was mir schon mal sehr gut gefällt. Aber es handelt sich bei diesen Lüftern um sogenannte bionische Lüfter. Das ist eine patentierte Technologie und die sorgt dafür, dass diese Lüfter wirklich mucksmäuschenstill sind, selbst bei hohen Umdrehungszahlen. Und ich kann euch das jetzt leider gerade nicht demonstrieren, wie laut die sind, weil ich alles noch gar nicht zusammengebaut habe. Der komplette Rechner wird erst zusammengebaut, sobald ich diese ganzen Videos hier abgeschlossen habe. Und es gibt aber Videos bei YouTube, wo ihr seht, wie leise diese wirklich laufen. Und das Besondere alleine bei diesen Lüftern ist, dass das hier nicht einzelne Rotorblätter sind, sondern die Rotorblätter sind tatsächlich noch miteinander verbunden. Das heißt, die haben hier am Rand im Grunde genommen nochmal einen Rahmen und das sorgt einfach dafür, dass wenn diese Lüfter drehen, Moment, ich schau mal ganz kurz, die drehen nach dort, dass wenn diese Lüfter drehen, die Luft tatsächlich nach vorne weg gedrückt wird. Das heißt, normalerweise sucht sich Luft immer den kürzesten Weg, um zu entweichen und bei Lüftern, bei denen wirklich einzelne Rotorblätter zu sehen sind, kann diese Luft halt auch gerne mal am Rand einfach raus, statt nach vorne. Und dadurch, dass hier aber jetzt am Rand tatsächlich diese Rotoren miteinander verbunden sind, kann die Luft gar nicht anders, als jetzt hier nach vorne gedrückt zu werden. Und dadurch haben wir schon einen schönen guten Luftdurchsatz und sind dabei trotzdem noch leise. Außerdem sind hier noch einige Details mit eingebaut worden. Das heißt, hier am Rahmen sind so kleine, ich nenne die mal Hubbel im Grunde genommen, die nochmals für einen leiseren Luftzug sorgen. Und dasselbe finden wir auch nochmal auf den einzelnen Rotorblättern selbst. Die sind im Grunde genommen fast wie so eine Säge, ein bisschen aufgeraut, was ebenfalls für einen leiseren Luftzug sorgen soll. Also insgesamt wirklich ein sehr, sehr leiser Lüfter. In diesem Fall handelt es sich um die Noise Blocker E-Loop. Moment, wie ist genau die Bezeichnung? Das sind die B12 PS PWM. Das heißt, es sind PWM-taugliche Lüfter. Die können also zum Beispiel über ein Mainboard mit PWM-Anschlüssen in ihrer Drehzahl eingestellt werden und zwar digital, das heißt nicht über die Spannung, sondern wirklich, da gibt es ein Signal, bitte lauf langsamer, bitte laufe schneller und dementsprechend, wenn ihr zum Beispiel in eurem Rechner relativ kühle Komponenten habt, ihr verwendet euren Rechner jetzt gerade zum Beispiel zum Schreiben oder zum Surfen im Internet, dann dürfte der Prozessor in der Regel nicht so ausgelastet sein und dementsprechend kann das Mainboard dann sagen, hey Lüfter, lauf doch mal ganz leise und dementsprechend laufen die mit der niedrigstmöglichsten Drehzahl in dem Moment und in dem Moment, wo dann die Temperatur ansteigt, können diese Lüfter bis zu 1500 Umdrehungen pro Minute hochgehen und aber trotzdem noch super leise sein. Das ist das Geniale an den Teilen. Und ich werde es auf jeden Fall in meinem Rechner so einbauen und auch so einstellen, dass wenn ich zum Beispiel im Internet surfe und so weiter, dass die entweder gar nicht oder halt wirklich sehr, sehr, sehr langsam drehen und somit kaum zu hören sind. Und das finde ich einfach genial. Auch die Oberfläche von den Rotoren sind entsprechend so angepasst, dass hier wirklich kaum Luftwiderstand stattfindet, dass halt wirklich die Luft schnurstracks durchlaufen kann und dabei alles sehr leise bleibt. Hier an den Rändern gibt es übrigens auch noch Vibrationsdämmer, die kann man auch alternativ rausmachen. Das heißt, sobald man diesen Lüfter ans Gehäuse befestigt, hat man im Grunde genommen schon eine Vibrationsdämpfung und dadurch können die Vibrationen, die der Lüfter verursacht, nicht aufs Gehäuse übergehen. Finde ich schon mal sehr schön durchdacht. Außerdem ebenfalls schön durchdacht, hier unten ist der Anschluss für den Strom, ziemlich kurz. Da denken sich manche, wie soll ich denn das bitte schon verkabeln? Na, da hat natürlich jetzt Black Noise bzw. Black Noise Noise Blocker hier in dem Fall daran gedacht und haben natürlich Kabel beigelegt und in diesem Fall zwei Kabel und zwar ein kurzes Lüfterkabel, 4 Pin natürlich, ist ja PWM
und ein längeres Kabel. So, jetzt kann man natürlich denken, okay, ich überlege jetzt, ich nehme vielleicht dieses kurze Kabel, das reicht mir aus, aber vielleicht nehme ich auch mal das lange Kabel, um noch irgendwie an entlegene Stellen zu kommen. Oder, und das ist schön, man kann die beiden ja miteinander verbinden. Ganz einfach, indem ich jetzt hier die zusammenstecke und damit hat man ein relativ langes Kabel, ich glaube, das sind um die 80 cm, schätze ich mal, und hat damit eigentlich alle Freiheiten, um alles so zu verkabeln, wie man es möchte. Ja, und das schließt man dann ganz einfach hier unten an diesen Anschluss an und hat damit die Stromversorgung gesichert. Und das gefällt mir sehr gut, dass das alles so modular aufgebaut ist. Und natürlich sind auch entsprechende Schrauben beigelegt, ebenfalls auch noch so entkoppelte, ja, könnte man es Muttern nennen. Auf jeden Fall ebenfalls nochmal etwas, um die Lüfter weiter vom Gehäuse zu entkoppeln. Und insgesamt einfach ein richtig schönes Konzept. Das sind jetzt 120 mm Lüfter. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Radiatoren verwendet, zum Beispiel 120er, 240er, 360er, 480er und so weiter, dafür eignen diese sich natürlich sehr gut. Wichtiger Hinweis, hier geht zum Beispiel die Luft jetzt, Moment, bin ich richtig, genau, nach in diese Richtung raus. Das heißt, hier kommt die Luft rein und hier wird sie nach vorne gedrückt. Wenn ihr zum Beispiel jetzt hier den Radiator drauf habt, dann ist das gar kein Problem. Wenn ihr allerdings zum Beispiel einen Radiator verwendet und zum Beispiel die Lüfter oben drauf platziert, sodass die Luft durch den Radiator rausgezogen wird, dann solltet ihr hier unbedingt sogenannte Shrouds verwenden. Das heißt, ihr habt zum Beispiel hier einen Radiator und dazwischen packt ihr einen Shroud. Das ist eine Art Abstandhalter, zum Beispiel aus Plexiglas oder so und oder aus Silikon sogar, und darauf platziert ihr dann die Lüfter. Dadurch haben die Lüfter die Möglichkeit, hier unten, wo sie die Luft ansaugen, noch auch hier bis zum Rotor einen optimalen Luftfluss zu gewährleisten. Wenn das nämlich direkt hier auf einer Fläche liegt, dann gibt es unschöne Geräusche. Dann sind auch diese Lüfter laut. Was aber kein Nachteil von diesem Lüfter ist und kein Fehler, sondern einfach baubedingt so passiert. Ihr solltet also so gesehen hier sogenannte Shrouds verwenden und damit einen Abstand zum Radiator erstellen. Ja, und dann könnt ihr im Grunde genommen auch Radiatoren bei der Wasserkühlung verwenden, wo die Luft tatsächlich angesaugt wird. Und das mache ich in meinem Fall sogar und verwende auch etwaige Shrouds. Die sind, glaube ich, 2 cm dick. Und damit werde ich dann ein sehr leises System haben. Leider gibt es momentan noch keine 140 mm Lüfter davon. Die wurden schon länger angekündigt und mir wurde jetzt auch gesagt, dass die 140 mm Varianten Anfang des Jahres 2015 kommen sollen, also im ersten Quartal. Und ich denke, dass ich dann auch nochmal ein einzelnes Video mache, sobald diese erhältlich sind, weil diese eignen sich dann natürlich entweder für größere Radiatoren oder auch als Gehäuselüfter vorne und hinten zum Beispiel, weil die natürlich einen größeren Luftdurchsatz bieten. Wie mir mitgeteilt wurde, ist es halt so, dass man hier nicht sagen kann, okay, das sind 120 mm, jetzt skaliere ich das einfach mal so hoch, ne, dieselbe Technologie, und habe dann 140 mm. Das ist nicht so, weil die sind so komplex und durch diese bionische Technologie etwas aufwendiger herzustellen, dass bei einem größeren Lüfter im Grunde genommen der gesamte Lüfter nochmal neu konzipiert werden muss. Und deswegen zieht sich das so ein bisschen in die Länge. Aber Anfang 2015 soll es soweit sein. Dann habt ihr im Grunde genommen 120er und 140 mm zur Auswahl. Übrigens auch generell, das ist jetzt wie gesagt die PWM-Version B12 PS. Es gibt von bei Black Noise noch weitere Variationen dieses Lüfters, wo es auch zum Beispiel feste Drehzahlen gibt. Also es gibt zwei, glaube ich, verschiedene PWM-Versionen. Eine noch leistungsstärkere PWM-Version wie diese hier und dann nochmal einzelne abgestufte Varianten mit fester Drehzahl. Da könnt ihr euch natürlich das aussuchen, was ihr benötigt. Ich finde PWM klasse, weil sich dann der Rechner entsprechend so anpasst, wie ihr gerade unter Last oder im Leerlauf läuft und deswegen dann so leise wie möglich sein kann. Gut, mehr gibt es hier auch gar nicht zu sagen. Ich möchte mich an dieser Stelle natürlich bei Black Noise, also bei dem Hersteller dieser Lüfter, bedanken für die Zusendung dieser ganzen Lüfter hier. Die dürften halt für die Belüftung und auch die Belüftung der Wasserkühlung des Gehäuses komplett ausreichen. Und ich bin sehr gespannt drauf, wie leise diese Teile wirklich laufen. Und Anfang des Jahres werde ich dann wahrscheinlich auch die Gehäuselüfter, da habe ich jetzt momentan noch ein paar 140er im Gehäuse dann drin, die werde ich dann wahrscheinlich auch gegen E-Loops dann austauschen.
Auf jeden Fall. Also grundsätzlich optisch wie auch funktional echt schöne Lösung und vor allem auch durch das modulare Kabelmanagement, wo man sagen kann, wie lang soll das Kabel sein? Super, auch mit den ganzen Entkopplungen. Richtig schön durchdacht, also an der Stelle eine große Empfehlung von mir. Also, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben, wenn nicht, Daumen nach unten. Und wenn euch meine Videos generell gefallen, einfach noch abonnieren, freue ich mich sehr drüber. Und ich sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Marco.